Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute am Mittwoch. Ausnahmsweise nicht mit einem One-Card-Channeling, sondern ich komme heute mit einem kleinen Single-Orakel zu euch, denn wir nähern uns dem Monatsende. Ihr wisst, es gibt einmal im Monat ein Reading für die sogenannte Zwischenzeit. Das heißt, für diejenigen unter euch, die etwas Bestimmtes vielleicht zum Abschluss gebracht haben, ja, das Alte darf sich langsam entfernen, aber das Neue ist noch nicht sichtbar. Oder das Alte wurde zum Abschluss gebracht und jetzt ist man in so einer Zeit, in der es darum geht, für sich selbst gut zu sorgen, ja, vielleicht auch die Dinge aus der Vergangenheit nochmal zu reflektieren, wichtige Erkenntnisse zu integrieren. Und dann möchte man auch ganz gern mal wissen, was ist denn für mich jetzt im kommenden Monat wichtig? Und das schauen wir heute mal für all diejenigen, die Singles sind unter euch. Ich habe zwei Seiten gemacht und zwar kannst du dir jetzt ganz intuitiv einen Gegenstand hier aussuchen. Das ist einmal diese wunderschöne Muschel oder auf der Seite ist es diese wunderschöne Schnecke. Fühl einfach mal in dich hinein, ja, zu was du dich hier spontan hingezogen fühlst. Es kann auch sein, dass du einfach lieber die linke Seite magst oder die rechte Seite. Oder aber du findest vielleicht sogar in beiden Seiten wichtige Impulse für dich, mit denen du in Resonanz gehst. Und wenn du das jetzt schon weißt, dann öffne dich wirklich auch deiner eigenen Intuition, wenn du die Karten gleich siehst und meine Botschaften hörst. Nimm das mit, was für dich stimmig ist. Ich habe gefragt, was erwartet dich als Single jetzt im kommenden Monat, im Monat Oktober? Ich habe mal gefragt aus diesem Deck Weisheitskarten für Lebensentscheidungen, was ist denn jetzt so ein bisschen das Hauptthema, ja, um was könnte es für dich gehen? Hab das Ganze dann mit 4 Klärungskarten aus dem Rider-Waite-Tarot noch ergänzt und es gibt schließlich für euch noch ein Krafttier an die Seite, das euch im Monat Oktober begleitet. Ja, meine Lieben, atmet nochmal tief durch. Wer es jetzt noch nicht ganz genau weiß, für welche Seite es sich entscheiden soll, atmet mal tief durch, verlasst euch ganz auf eure innere Stimme und entscheide dich jetzt, meine Liebe, mein Lieber. Wir beginnen mit der wunderschönen Muschel. Die Hauptbotschaft für euch ist die Karte Tick-Tack. Ja, da tickt eine Uhr. Als ich diese Karte herausgemischt habe, hatte ich sofort so diesen Impuls, es könnte sein, dass du dich ein bisschen fragst, wann kommt denn endlich wieder eine neue Liebe in mein Leben? Ja, Tick-Tack ist für mich dieser Ablauf der Zeit, die lineare Zeit, so wie wir Menschenzeit wahrnehmen. Und es ist von entscheidender Bedeutung bei dieser Karte immer wieder zu bedenken, dass der göttliche Zeitplan ein ganz eigener ist. Ja, denn wir Menschen neigen manchmal dazu, ein wenig ungeduldig zu sein. Und da lohnt es sich immer wieder darauf zu vertrauen, dass der göttliche Zeitplan etwas vielleicht für uns vorsieht, was jetzt noch gar nicht sichtbar ist, aber eventuell gibt es da vor uns noch etwas zu lernen oder aber wir dürfen noch ein bisschen mit uns selbst sein, ja, bevor dann ein Mensch in unser Leben tritt, den wir ja vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wahrnehmen können. Und wenn das sich für dich stimmig anfühlt, dass du so ein bisschen das Gefühl hast, naja, jetzt könnte sich schon mal was tun in der Liebe, dann gehst du vielleicht auch gleich mit dem Text in Resonanz. Ich lese euch aus dem Begleitbuch ein kurzes Stückchen des Textes vor. Zu der Karte heißt es nämlich, du hast alle Zeit der Welt, dir als Mitschöpfer das Leben zu erschaffen, nach dem du dich sehnst. Lass also ab von deinem Pläne schmieden. Löse dich vom Bedürfnis, jeden Augenblick deinen Erwartungen entsprechend zu formen. Was wahrhaft dein ist, wird dir niemals vorenthalten bleiben. Wunder sind stets um dich und werden genau dann geschehen, wenn du ihrer bedarfst. Also das finde ich sehr, sehr passend. Ja, denn wir Menschen kreieren durch Erwartungen ein gewisses Resonanzfeld des Mangels, ja. Das ist immer ganz, finde ich, ratsam, sich das ab und zu mal vor Augen zu halten.
wenn wir etwas sehnlichst wünschen, etwas gar nicht erwarten können, ja, und uns immer wieder fragen, wann kommt das denn endlich in unser Leben, kreieren wir tatsächlich Mangel in unserem Energiefeld. Denn wir wünschen uns dann etwas, was wir nicht haben. Ja, und ich glaube, diese Karte möchte dich darauf hinweisen, dass du jetzt im Monat Oktober noch einmal Wert darauf legen darfst, dieses Warten oder dieses Erwarten ganz sein zu lassen und wirklich versuchst, diese kommende Zeit für dich selbst so erfüllt wie möglich zu gestalten. Ich zeige euch jetzt mal die Klärungskarten. Die erste Karte, und das ist wirklich jetzt sehr, sehr passend, ist die Mäßigkeit. Das ist ganz interessant. Die Karte ist gestern schon in meiner Tagesenergie auf Facebook und Instagram gefallen. Die geistige Welt ist momentan sehr, sehr präsent im Kollektiv und das scheint für dich im Oktober zuzutreffen und sagt dir, alles braucht seine Zeit, alles braucht Geduld, mäßige dich. Ja, und vertraue darauf, dass alles im Gleichgewicht ist. Ja, die Mäßigkeit steht auch für die Balance, für das Gleichgewicht. Ja, vielleicht darfst du dir jetzt im Oktober noch das ein oder andere Thema anschauen, vielleicht auch deine Erkenntnisse, die du in der Vergangenheit gewonnen hast, nochmal integrieren. Ja, also die Mäßigkeit hier nochmal als kleiner Reminder, dass du auf den göttlichen Zeitplan vertrauen darfst. Denn, und das finde ich jetzt schön, noch eine große Arcana-Karte kam da gleich hinterher, die Gerechtigkeit möchte dich ermutigen, daran zu glauben, dir wird Gerechtigkeit widerfahren. Vielleicht hast du in der Vergangenheit auch eine schmerzliche Erfahrung in der Liebe gemacht. Ja, das ist im Übrigen auf der Seite auch gleich der Fall. Ja, also es scheint im Kollektiv im Oktober darum zu gehen, sich wirklich nochmal anzugucken, dass wenn du eine schmerzliche Erfahrung gemacht hast und hast aber auch daraus gelernt, kannst das Gelernte mit integrieren in deinen Erfahrungs- und Wissensschatz, dass du dann damit rechnen darfst, dass das Leben dir gerechten Ausgleich bringt. Ja, ist im Übrigen sehr interessant. Wir haben hier ja auch die Waage auf der Gerechtigkeit. Die Mäßigkeit steht auch für das Gleichgewicht. Also das passt sehr schön. Wenn du mal ungeduldig werden solltest jetzt im Herbst, ja, und diese innere Uhr ticken hörst und vielleicht auch mal mit der geistigen Welt schimpfst, ja, warum denn jetzt niemand in dein Leben kommt, der dich wirklich so ein bisschen flasht, ja, von Anfang an, dann denk mal an das Reading und mache dir bewusst, es ist alles in göttlicher Ordnung. Ja, vertraue darauf, dir wird Gerechtigkeit widerfahren und jeden Tag, an dem du von Neuem daran arbeitest, in deine Königinnen- oder Königsenergie zu finden, ja, wenn du Tipps dafür brauchst, schau dir das Video vom letzten Sonntag an, da ging es darum, ja, wie finde ich überhaupt in das Bewusstsein einer Königin, eines Königs, dann wirst du belohnt werden. Die dritte Karte, die für euch gefallen ist, ist der Gehängte, finde ich jetzt auch sehr passend. Vielleicht fühlst du dich ja im Moment so ein bisschen in einer Stagnation in deinem Leben, ja? Dann sieh das aber nicht so negativ, denn dieser Lichtkranz um den Kopf des Gehängten sagt ja auch, dass du diese Zeit für dich nutzen kannst, ja? Um eben nochmal zu reflektieren, was kann ich noch tun, um mich wirklich in meiner Kraft noch weiter zu entwickeln, meine seelischen Muskeln zu trainieren, ja, auch daran zu arbeiten, mich authentisch zu zeigen, mit allen Farben, die ich habe, ja. Auch nochmal so ein bisschen hinterfragen, wie lebe ich denn schon in den anderen Bereichen meines Lebens wirklich die Erfüllung? Ja, schau dir auch ruhig nochmal deinen Beruf an, deine Finanzen, deine Freundschaften, deine Familienbeziehungen. Das ist eine Zeit, ja, wo du wirklich sagen darfst, okay, ich erwarte jetzt nicht, dass etwas vorangeht, ich bin nicht ungeduldig, sondern ich nehme mir im Oktober einfach nochmal die Zeit, noch mehr, ja, ich sag mal, die beste Version meiner selbst zu werden. Und da ist sie schon, die beste Version deiner selbst. Wunderschön, ich bin ja immer sehr erfreut, wenn die neuen Münzen fallen. Ja, meine Lieblingskarte, meine absolute, denn das ist eine Frau, wenn du als Mann zuschaust, bitte sieh es ruhig auch als Mann, ja. Dieser Mensch ist mit sich selbst vollkommen in Ordnung, ja. Dabei heißt das nicht,
dass nicht diese Frau auch eine wundervolle Beziehung leben kann, die dann im Prinzip noch so, wie sage ich es immer, die Kirsche auf der Torte ist, ja? Aber grundsätzlich schmeckt ihr die Torte auch ohne die Kirsche. Also, wie gesagt, wenn du dich für diese Seite, für diese Muschel entschieden hast, ist es im Oktober von großer Wichtigkeit für dich, nicht ungeduldig zu werden, sondern darauf zu vertrauen, dass du, wenn du dein Leben mit dir selbst als Single-Frau, als Single-Mann so erfüllt, glücklich, zufrieden wie möglich kreierst, gestaltest, lebst, jeden Tag aufs Neue, ja, dass du dann, auch wenn du manchmal das Gefühl hast, da geht jetzt aber gar nichts voran, dass du diese Zeit auch brauchst, um deine Schwingungsfrequenz zu erhöhen und um dann letztendlich vielleicht mit einem Menschen in Resonanz zu gehen, der dir auf Augenhöhe begegnet. Ja, also das finde ich schon eigentlich sehr, sehr, sehr passend. Und an der Unterseite des Tarots lag am Schluss, also auch nachdem ich diese Karten herausgemischt habe, die Erntedankkarte, die drei Kelche. Das ist eine Karte, die explizit nochmal sagt, hege und pflege deine Pflänzchen. Ja, du wirst deine Ernte einfahren, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass du in dem Fall jetzt hier wirklich der göttlichen Führung vertraust, dass sich alles gemäß dem Zeitplan für dich entwickelt. Ja? Vielleicht ist ja der Mensch, der für dich als Partner oder als Partnerin vorgesehen ist, momentan auch noch in einer Art Zustand des Gehängtens und sie und er durchlaufen ebenfalls einen Transformationsprozess und göttlich initiiert werdet ihr euch dann begegnen, wenn die Zeit wirklich reif ist. Ja, und das Krafttier, das für dich gefallen ist, ist der Wal. Und den finde ich auch sehr passend. Der Wal steht nämlich für die Rückverbindung. Hier heißt es, verankere dich in dir. Dein Meister, dein Heiler, deine Trösterin, dein Schutz und deine Kraft. Alles ist bereits in dir. Das ist besonders für dich stimmig, wenn du manchmal das Gefühl hast, dass du einen anderen Menschen in deinem Leben bräuchtest, der dich ganz macht. Ja? Wir haben ja oftmals so eine sehr romantische Vorstellung auch, ja, dass uns eine zweite Hälfte begegnet, die uns dann ganz macht, die uns ergänzt. Aber im Prinzip, und davon war jetzt in den letzten Videos ja oft die Rede, ist es von entscheidender Bedeutung, dass zwei Beziehungspartner in sich selbst ganz geworden sind, ja, bevor man dann eine erfüllte und glückliche Beziehung leben kann. Denn wenn der eine wesentlich weiter schon in seine Ganzheit, in seine Verankerung gefunden hat als der andere, dann wird es schwierig. Und du darfst, glaube ich, wenn du dich hier für diese Seite entschieden hast, den Oktober wirklich nochmal dazu nutzen, ganz bei dir anzukommen, dich in dir verankern und zu wissen, im Grunde habe ich alles, was ich brauche, um ein zufriedenes, glückliches Leben zu führen. Und damit schaffst du dann beste Bedingungen, um den Menschen in dein Leben zu ziehen, quasi, der ebenfalls ganz geworden ist. Ja? Dann begegnen sich nicht zwei Brauchende. Ganz wichtig. Ja, meine Lieben, eine tolle Energie auf dieser Seite. Wir schauen uns jetzt mal die andere Seite an. Als Hauptenergie, wenn du dich für diese Schnecke entschieden hast, fiel die Karte Bereitschaft. Als ich die Karte gesehen habe, war sofort in mir dieser Gedanke, dass es vielleicht jetzt für dich an der Zeit ist, tatsächlich auch erstmal wieder bereit zu werden, dich neu einzulassen. Ja, vielleicht, und das werden gleich diese beiden Klärungskarten bestätigen, vielleicht ist irgendetwas in der Vergangenheit passiert, was noch als Verletzung in dir steckt und du hast so dein Herz ein bisschen verschlossen. Ja, und jetzt im Monat Oktober könnte hier etwas Wesentliches passieren. Dein Herz könnte sich nämlich wieder öffnen. Und auch hier möchte ich dir gerne den kurzen Begleittext vorlesen. Hier zu der Karte heißt es, die Karte steht grundsätzlich für bereit sein, etwas Neues hervorbringen und Selbstvertrauen entwickeln. Hier ist die Botschaft für dich. Dein Selbstbewusstsein und Wohlgefühl mit dir selbst ist eine wesentliche Voraussetzung,
um tiefere und innigere Beziehungen einzugehen. Du musst jetzt niemandem mehr etwas beweisen. Du bist mit dir selbst im Einklang und kannst souverän mit allem umgehen, das dir begegnet. Du bist von Liebe und Freundschaft umgeben oder ziehst sie jetzt in dein Leben. Harmonische neue Verbindungen stellen sich ein. Du bist bereit, mit dem Herzen zu geben und zu empfangen. Kann es etwas Schöneres geben? Also meine Lieben, es könnte sein, dass du spürst im Oktober, dass du wirklich wieder bereit wirst, dein Herz zu öffnen. Und ich sage es ja in vielen Videos, wie wichtig es ist, unser Herz erstmal wieder für uns selbst zu öffnen. Ja? Und als ich dann die Klärungskarten erbeten habe, wurde das eigentlich bestätigt, denn die erste Karte, die gefallen ist, war der Ritter der Schwerter. Was ich jetzt sehr schön finde, der reitet mit seinem erhobenen Schwert ein bisschen aus dem Kartenblatt raus. Das könnte damit zu tun haben, dass du vielleicht in der Vergangenheit eine sehr schmerzliche Erfahrung gemacht hast. Wie gesagt, das ist gar nicht so weit voneinander entfernt. Es wäre durchaus auch denkbar, dass du dich auf beiden Seiten wiederfindest. Vielleicht hast du dir auch schwer getan, dich zwischen einem Symbol zu entscheiden. Dann weißt du jetzt auch warum, weil die beiden Legungen schon recht ähnlich sind von der Energie. Denn die zweite Karte, die hier gefallen ist, sind die 8 Kelche. Entweder es hat sich jemand von dir entfernt, es ist jemand von dir weggegangen, ja, und das hat dir sehr wehgetan, das hat dich sehr verletzt. Was ich aber eigentlich fast noch stärker wahrnehme als Impuls, dass eine Verbindung zu einem anderen Menschen immer wieder sehr tiefe Wunden in dir aufgerissen hat und du hast es vielleicht lange Zeit nicht geschafft, dich daraus zu lösen, aber irgendetwas könnte dann passiert sein, was dir letztlich geholfen hat, jetzt wirklich zu gehen. Das nehme ich im Prinzip wahr zu dieser Kartenkombination. Sicher können die 8 Kelche auch dafür stehen, dass jemand von dir gegangen ist, ja, und das hat dich sehr getroffen und da bist du noch nicht wirklich darüber hinweg. Aber ein bisschen stärker ist tatsächlich diese Eingebung, dass es so gewesen sein könnte, dass du vielleicht lange Zeit auch um eine Beziehung oder in einer Beziehung gekämpft hast, dass es funktioniert. Dann hat es aber nicht funktioniert und du bist gegangen. Und daraufhin könnte es sein, dass du dein Herz ein bisschen verschlossen hast, weil du vielleicht auch Angst hast, was ist denn, wenn das wieder geschieht? Was ist, wenn ich mich wieder einlasse? Und dann habe ich es hier erneut mit so einem Schwertritter zu tun. Vielleicht ging dieses Gefühl für einen anderen Menschen auch sehr, sehr tief, ja, und du kannst dir im Moment oder konntest dir zumindest bis jetzt nicht vorstellen, dass da jemand anderer in dein Leben kommt, der dich noch einmal so packt, ja, der Gefühle in dir auslöst, die du aus dieser Verbindung kanntest. Gleichzeitig aber eben mit dieser Angst dann auch wieder, wenn du dich wirklich fallen lässt und einlässt, wieder verletzlich zu werden. Aber wie gesagt, wir haben hier eine Hauptenergie, ja, und das ist die Bereitschaft. Du könntest dich wieder bereit machen im Oktober für neue positive Erfahrungen und das Alte ein Stück weit zurücklassen. Die dritte Karte, die für euch gefallen ist, ist die Königin der Stäbe. Also die ist momentan auch irgendwie omnipräsent. Gerade diese beiden Energien, die 9 Münzen und die Königin der Stäbe, das sind so ähnliche Energien. Wenn du als Mann schaust, zieh es gerne als Stabkönig. Ich nehme das als dich, wenn du jetzt zuschaust, wahr, ja, nicht für eine andere Person. Die Stabkönigin hat sich ja schon gezeigt in dem Neumond-Reading letzten Freitag. Vielleicht hast du es gesehen. Vielleicht hast du dann auch am Sonntag dieses mehr oder weniger Erweiterungs-Reading angeguckt. Ja, da ging es ja darum, wie finde ich in die Energie einer Königin oder eines Königs. Und hier sagt eigentlich diese kleine Legung sehr deutlich, dass es jetzt für dich an der Zeit ist, das, was war, zurückzulassen. Denn unsere Vergangenheit, vor allem wenn sie schmerzlich war, ist kein guter Ratgeber für die Zukunft. Denn wir Menschen neigen einfach dazu, Situationen immer
aus unserem Erfahrungsschatz heraus zu bewerten. Das heißt, das, was wir mal erlebt haben, ist sozusagen der Gradmesser dafür, was wir im Moment erleben. Ja, wir schicken das sozusagen durch einen Filter unserer vergangenen Erlebnisse. Und gerade wenn du Single bist und hast schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit vielleicht in der Liebe gemacht, dann ist es jetzt extrem wichtig für dich, und das könnte im Oktober bei dir passieren, dass du sagst, okay, es hat aber niemand, den ich neu kennenlerne, verdient, dass ich ihm oder ihr mit den Ressentiments aus der Vergangenheit bezüglich eines anderen Menschen begegne. Ja, das ist extremst wichtig, dass wir versuchen, wenn wir jemanden neu kennenlernen, grundsätzlich herzoffen, neutral und ohne Vorbehalte an diesen Menschen herangehen. Und dazu könntest du bereit werden, jetzt im Oktober. Denn dann könnte sich das Rad des Schicksals für dich drehen. Also wenn hier das Rad des Schicksals fällt, ist es ein bisschen schon eine Vorhersage, dass für einige von euch im Oktober eventuell tatsächlich ein neuer Mensch auftauchen könnte, den ihr toll findet. Und dann, erinnere dich auch nochmal an dieses Reading, bringt es recht wenig, wenn du ihm oder ihr mit Skepsis begegnest, mit Angst, dass sich vielleicht etwas aus der Vergangenheit wiederholen könnte mit einem anderen Menschen, sondern dass du dann wirklich in deiner Strahlkraft und deiner Mitte bleibst, denn die Stabkönigin oder der Stabkönig ist auch sehr unabhängig. Also das ist jetzt kein Mensch, der sich leicht gleich wieder in Verstrickungen fallen lässt oder der wieder in emotionale Abhängigkeiten rutscht, ja, sondern wenn du bei diesem Kennenlernen, was hier vielleicht passieren könnte im Oktober, wirklich immer ganz bei dir bleibst, wenn du dir immer in jeder Situation deines Wertes bewusst wirst, wenn du auch kommunizierst, was dir in einer Verbindung wichtig ist, ja, und das kann man oft schon in den ersten Treffen kommunizieren, ja, auf was man Wert legt, was man für sich selber auch erkannt hat, was wertvoll für einen Menschen ist, ja. Das kann eine Beziehung anbelangen, das kann das Leben allgemein anbelangen. Wenn man die ersten Gespräche mit jemandem Neuen führt und dann wirklich auch schon klar macht, was bin ich für ein Mensch, was habe ich für mich bereits erkannt, welche Prinzipien habe ich. Ja? Und immer wieder an diesem Königinnen- oder Königsbewusstsein arbeitest, zu sagen, ich weiß, ich bin ein kostbares Geschenk für jeden Menschen, der mich in seinem Leben haben darf. Wenn du mit diesem Bewusstsein an neue Begegnungen herangehst, kann dir nichts passieren. Ja? Denn Menschen, die dann nicht mit dir in Resonanz gehen, die dürfen getrost auch weiterziehen. Ja? Denn eine starke Frau oder auch ein starker Mann im Sinne dessen, dass die Frau oder der Mann Präsenz ausstrahlt, dass sie oder er weiß, wer sie oder er ist, schüchtert Menschen ein, die dieses Selbstwertgefühl, dieses Bewusstsein in sich nicht tragen. Ja, die werden sich dann auch ziemlich schnell wieder davon machen, ja, weil sie einfach spüren, wow, die Frau ist zu stark für mich, ja, oder der Mann, der hat Prinzipien, da kann ich nicht mithalten. Es ist tatsächlich so. Und dann entscheidet sich sehr, sehr schnell, ja, wen möchtest du wiedersehen, mit wem möchtest du dich wieder treffen, wie möchtest du näher kennenlernen und bei wem hast du vielleicht von Anfang an dann schon das Gefühl, das ist nicht eine Begegnung, die tiefer gehen könnte. Also sehr, sehr interessant, wie gesagt, ähnliche Energien, aber trotzdem vom Schwerpunkt her sehe ich dich hier eher so, dass der Oktober wirklich nochmal dazu dient, dieses Erwarten aufzuhören und nochmal zu gucken, wie gut kann ich mit mir selbst sein. Und hier könnte es darum gehen, das Herz wieder zu öffnen. Vielleicht gibt es sogar eine Begegnung mit einem anderen Menschen und da gilt es, bei dir zu bleiben. Als Krafttier wollte für dich die Eule fallen, eine wunderschöne Karte. Die Eule steht für die Einweihung und hier heißt es, in der Dunkelheit wird das Licht geboren.
Wende dich der dunklen Seite zu und erleuchte sie. Darin liegt die Lösung. Das finde ich passt sehr schön zu dieser Karte, ja. Dieser Mann macht sich ja auf in die Dunkelheit. Der folgt seiner Intuition. Die Eule steht auch symbolisch für die innere Weisheit. Der folgt seiner Intuition, ja. Und jetzt könnte es tatsächlich sein, dass du in der Vergangenheit eine Verbindung hinter dir gelassen hast, die schmerzlich war. Und wenn du dich jetzt aber dieser dunklen Seite zuwendest, und hier nochmal, vielleicht jetzt auch während du hier zugehört hast, ja, dir klar machst, dass nur du allein die Kraft und die Macht hast, wieder Licht in dieses Dunkel zu lassen, dann bist du auf dem besten Weg, bereit zu werden. Ja, wir müssen einmal unsere dunklen Flecken und diese Ängste, die hier vielleicht dafür gesorgt haben, dass dein Herz verschlossen ist, müssen wir anschauen, damit dann wieder Licht hineinkommt, ja, ins Herz, das Herz wieder aufgehen und erstrahlen kann. Und damit wirst du dann auch bereit, ja, um neuen Menschen, die vielleicht in dein Leben geführt werden, eine ganz objektive Chance zu geben, dein Herz zu erobern, ohne dass du dabei immer noch bewertest und aus der Angst heraus eine schlimme Erfahrung von der Vergangenheit zu wiederholen, vielleicht eine Mauer um dein Herz ziehst und ja, diesen Menschen dann gar keine Chance gibst. Ja, meine Lieben, das war ein sehr spirituelles Orakel, wie ich finde. Ich hoffe natürlich, dass ihr die ein oder anderen hilfreichen Impulse mitnehmen konntet. Ich bedanke mich sehr über eure Likes. Seitdem ich das immer mal sage, dass wir ja dann in unserem Ranking hochsteigen und wir dann auch unsere Videos öfter vorgeschlagen werden den Menschen, die sich für gleiche Themen interessieren, habe ich deutlich gesehen, dass sich die Likes erhöht haben. Viele wussten das auch gar nicht, haben mir geschrieben, Mensch Uli, ich wusste das gar nicht, mir gefallen die Videos, aber ich habe nicht auf Daumen hoch gedrückt. Und das finde ich so süß, dass ich jetzt da deutlich sehe, dass einfach die gefällt mir Angaben zunehmen und es freut mich natürlich ganz besonders. Also wenn dir ein Video gefällt, wenn du für dich was Hilfreiches mitnehmen kannst, ist das eine ganz tolle Sache, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, wenn du die Videos auch mal teilst mit deinen Freunden, dass unsere Heart and Soul Family noch etwas wachsen kann. Ja, meine Lieben, dann wünsche ich euch jetzt schon mal einen schönen Mittwoch. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Und sag einfach mal bis zum nächsten Mal. Eure Uli. Tschüss.